Also in so einem Moment ist mir auch die Idee für diesen Schminky Talk gekommen, als ich krank im Bett lag. Und schminken werde ich jetzt einfach den Look, den ich zu Weihnachten getragen habe. Und dafür habe ich zuerst die L'Oreal Cherry My Cherie Eyeshadow Mega Palette. Das ist eine Mega Palette? Okay, die Mega Palette benutzt. Und zwar muss ich sagen, dass mir diese Palette mit jedem Mal, mit dem ich sie benutze, besser gefällt. Ich habe mir zuerst oben so einen matten Braunton an die Lidfalte gegeben. Und ich muss sagen, diese Farben sind irgendwie alle so ein bisschen so ein Überraschungsei, weil die sehen im Pfännchen anders aus, als sie dann auf dem Lid rauskommen. Allerdings für meinen Geschmack sind sie auf dem Lid dann schöner. Die sind im Pfännchen alle relativ warm, aber auf meinem Hautton kriegen die dann alle meist noch so einen eher Orangestich als Gelbstich. Und das ist ja für mich auf jeden Fall total gut. Ich gebe mir das einfach hier mit so einem Echthaarpinsel von Ebelin in die Lidfalte. Isabelle hatte mich ja gefragt, wie ich das eigentlich mache, dass meine Lidschatten nicht so dunkel werden. Also einmal habe ich viele Lidschatten, die schwach pigmentiert sind. Und der zweite Tipp, der mir eventuell noch einfallen würde, ist, dass jeder so einen fluffigen Blendepinsel sein eigen nennen sollte. Und zwar ist das einer von L'Oreal. Der hat auch relativ viel gekostet, ich glaube 7 oder 8 €. Der ist so fluffig, der ist relativ gerade hier oben. Also der läuft nicht so spitz zu, der ist hier so ein bisschen abgerundet. Und der verteilt die Lidschatten unglaublich gut. Also ich kriege mit dem den zartesten Auftrag hin, den es nur gibt. Anders als zum Beispiel mit diesem hier. Also das ist ein Echthaarpinsel, der trägt Lidschatten, naja, schon ziemlich stark auf von der Farbe her. Und der hier verblendet die total weich. Ich habe vorher auch noch nicht so einen Pinsel gehabt. Ich habe sonst immer die von Ebelin, die machen das auch gut. Aber der macht es irgendwie noch besser. Ich habe auch noch einen von NYX. Der macht das auch super. Ich kann mal versuchen, die zu verlinken, wenn ich die noch finde. Und mit dem zum Beispiel gebe ich mir dann oft den ganz, ganz, ganz hellen Basiston in die Lidfalte. Man sagt dazu schön Übergangsfarbe auf Blockdeutsch, ja. Und das sorgt dafür, dass ich die Lidschatten so nach und nach immer dunkler machen kann und verhindern, dass gleich ich so im ersten Wisch total dunkel was auf dem Auge habe. Aber hier zum Beispiel habe ich nichts dagegen, wenn es gleich gut losgeht. Denn ich möchte ja schon, dass man auch was von diesem Farbton sieht hier. Ich hatte mir dieses Augen-Make-up ja von Julia abgeguckt für Weihnachten. Und genau, wie unser Weihnachten verlaufen ist. Also, ich habe ja schon gesagt, dass wir am 22. in der Stadt waren, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen und um uns die Haare machen zu lassen. Also ich habe mir Locken machen lassen und die haben dann tatsächlich bis zum 24. gehalten. Das war sehr schön. Das hat mir allerdings nicht viel genutzt, weil mein Weihnachten mal kürzer ist gedacht, ne? Und am 24. sind wir früh in die Stadt gefahren und haben in der Stadt gefrühstückt, was total cool war. Das ist so entspannend, wenn man nichts selber machen muss am Weihnachtsmorgen direkt. Wir haben gefrühstückt, wir sind noch ein bisschen bummeln gegangen, haben die letzten Geschenke gekauft und es war auch gar nicht stressig, das war relativ entspannend. Dann sind wir nach Hause gekommen, dann habe ich auf dieses Basis-Make-up hier dieses Augen-Make-up geschminkt und wir sind pünktlich in die Kirche gegangen. Zur Weihnachtsmesse und zum Krippenspiel. Und ich kann sagen, das war jetzt schon das dritte Krippenspiel in Folge, was wir uns hier bei uns im Dorf angetan haben. Und die werden jedes Jahr irgendwie nicht besser. Die werden jedes Jahr seltsamer. Also auch der Pfarrer hat es in seiner Rede sehr ernst genommen mit dem Mahnen und Aufbauen. Also es war mehr mahnend als aufbauend. Und das Krippenspiel war auch nicht so feierlich, sag ich mal. Aber wir waren dort, ich war fertig geschminkt. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, sind hier meine Fingernägel. Dieser goldene Lack, der steht hier immer noch und der wartet darauf, dass ich ihn irgendwann lackiere, hoffentlich noch in diesem Winter. Und dann haben wir uns irgendwann am 24. auch noch Sissi reingezogen, glaube ich. Ja, und den kannte mein Freund noch nicht, den Film. Und ich hatte den schon ewig nicht mehr geguckt. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht gefällt er uns nicht so gut. Weil manchmal ist es ja so, dass man Sachen gut findet, wenn man jünger ist, also meine Schwester und ich haben immer die Kleider und die Frisuren angebetet, als wir jünger waren. Und wenn man älter ist, denkt man dann so, ach na ja. Aber diesmal muss ich sagen, also das war so toll, wir haben das so genossen. Und das war für mich persönlich mein Highlight dieses Weihnachtens, dass mein Freund und ich zusammen auf der Couch gelegen haben. Also
er auf der Couch, ich auf ihm drauf, ne? Und haben da ganz gemütlich gekuschelt und uns das hier reingezogen. Und es war so schön. Mir gefällt der Film immer noch gut. Auch jetzt, wo ich schon größer bin. Und ich muss sagen, auch die ganze Botschaft dahinter. Und mein Freund war total begeistert von den Dialogen und wie die Leute sich verhalten haben. Und es war auch überhaupt nicht langweilig. Ich habe gedacht, naja, vielleicht ist es mittlerweile, dass man das doof findet. Also okay, die Massenszenen, die sie so machen in der Kirche und so, die damals wahrscheinlich so Eye Candy waren, auf gut Englisch, ne? Das ist heute nicht mehr so spannend. Aber sonst fand ich es toll. Das war mein Highlight. Mein Highlight war der 24. Sissi gucken. Da ging es mir nämlich noch gut. Und einen Tag später, am 25., habe ich, glaube ich, auch noch Sissi geguckt. Und dann driftete es ein bisschen ab. Das Fest. Also mein Weihnachten war in der Nacht vom 25. auf den 26. beendet. Wer sich nicht gut solche Geschichten anhören kann, der sollte jetzt ein Stückchen vorspulen. Ich blende mal ein, wann die kranken Geschichten zu Ende sind. Denn dann hatte ich etwas, was man gut mit Brechdurchfall bezeichnen kann. Also mir ging es einfach von jetzt auf gleich total schlecht. Wir sind noch spazieren gegangen gegen Mitternacht, um den Weihnachtsbraten ein bisschen zu verdauen. Da war mir schon so ein bisschen komisch. Und dann war ich einfach eine Stunde später total krank. Also ich hatte das schon ewig nicht mehr, dass es mir so schlecht ging und vor allem auch so unvermittelt. Die Nacht war sehr unruhig, sage ich mal. Mein Freund hatte auch viel zu tun. Es tut mir leid, aber sowas schmiedet einen dann wahrscheinlich zusammen in einer Beziehung, ne? Was man alles für Dinge sieht und auch wegwischen muss, ne? Okay, gut, wir sind fertig. Ich habe die ganze Zeit noch gedacht, ich hätte zu viel gegessen. Ja, und auch als ich am nächsten Tag Fieber hatte und Gliederschmerzen und die ganze Zeit nur gepennt habe, habe ich immer noch mir eingeredet, ich hätte einfach zu viel gegessen. Da haben wir dann wieder Sissi geguckt. Also ich habe den dritten Teil von Sissi aber nicht bis zum Ende mitbekommen, weil ich so fertig war und eingeschlafen bin. Wir haben dann in der Nacht darauf noch den Bereitschaftsarzt anrufen müssen, weil ich solche Bauchschmerzen hatte, dass ich Angst hatte, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, sage ich mal. Und als wir dann am nächsten Tag darauf nach seinem Rat bei unserem Hausarzt gewesen sind, ging es mir dann zum Glück schon fast wieder besser. Also es war so eine 36 Stunden Magen-Darm-Grippe. Ich hatte schon mal Norovirus, da war das ganz ähnlich. Zum Glück geht es mir jetzt wieder gut. Aber ich kann euch sagen, diese Stunden, wo ich im Bett gelegen habe, mir den Bauch gehalten habe und es genau eine Position gab im Liegen, in der ich irgendwie halbwegs es aushalten konnte und ich tatsächlich da gelegen habe und überlegt habe, was man mir alles für Schmerzmittel jetzt geben könnte. Und als ich in einem kurzen Moment, wo es mir dann mal zwischendurch besser ging, also ihr kennt das bestimmt, dass man so schwankt zwischen, oh, es geht mir so schlecht und oh, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels, ja. Also in so einem Moment ist mir auch die Idee für diesen Schminky Talk gekommen. Als ich krank im Bett lag. Und zwar so malat, dass mir in einem dieser kurzen Momente, wo es mir besser ging, die Vorstellung, auf dem Boden oder auf dem Sofa sitzen zu können. Sitzen, nicht nur liegen, ja. Und über schöne Nichtigkeiten wie Schminke reden zu können, ohne dass es mir schlecht geht, wie das Himmelreich vorkam. Als ich also so da niedergestreckt da lag mit einer Magen-Darm-Grippe, am zweiten Weihnachtsfeiertag und vom Weihnachtsessen nichts drin behalten hatte, da habe ich feierlich beschlossen, dass ich als allererstes, wenn es mir jemals in diesem Leben wieder besser gehen sollte, einen Schminky-Talk drehen werde. Und da das zum Glück eingetreten ist, es ging mir dann, wie gesagt, schon 2 bis 3 Tage später deutlich besser. Ich konnte noch nicht alles essen, aber jetzt, eine Woche später, ist wieder alles in Ordnung. Da sitze ich hier und löse mein Versprechen gegenüber mir selbst ein. Jetzt, da ich wieder unter den Lebenden und Magengesunden weile. Und alle Pläne und Vorsätze, die man sonst so hat oder fast fürs neue Jahr, wie zum Beispiel sich gesünder ernähren, weniger essen, mehr Sport machen. Also ein Teil davon habe ich durch diese Magen-Darm-Grippe jetzt von alleine erfüllt. Also Sport machen geht natürlich erstmal nicht, muss mich noch vollkommen erholen. Aber das mit dem weniger essen und sich gesünder ernähren, also wenn ihr mal ein paar Tage gefastet habt, ob jetzt freiwillig oder nicht, dann kennt ihr das vielleicht. Aber allein die Mengen und auch die Sachen, die man essen möchte danach, das reduziert sich alles. Ja, ich habe zwar, als ich dann wieder konnte, gleich 2 Duplos auf einmal gefressen, weil wir hatten so ganz süße Duplos, wo so Botschaften drauf sind. Die haben wir auch zu Weihnachten auf die Geschenke gepackt, und da sind natürlich welche übrig. Da habe ich mich dann gleich drauf gestürzt, als ich wieder konnte.
Aber sonst ist es so, dass ich mich zwischenzeitlich viel von so Babygläschen ernährt habe. Das heißt, wie viel ich esse, hat sich einfach ein bisschen reduziert und auch solche Gedanken an kräftiges Essen wie, ich sag nur, Gans mit Rotkraut und Klößen, was ich mir dann nochmal angeguckt hatte, ja. Ich glaube, das esse ich so schnell erstmal nicht wieder. In dem Sinne bin ich zurzeit bei einem besseren Essverhalten angekommen. Dem Magen-Darm-Virus sei Dank, höhö. Und sonst muss ich sagen, würde ich mir gerne erstmal meine Vorsätze, die ich letztes Jahr für 2018 gefasst hatte, nochmal neu angucken. Ich habe geplant, für den Blog so ein Update zu machen, beziehungsweise was denn davon wahr geworden ist und was nicht, bevor ich mich entscheide, was ich mir für dieses Jahr vornehme. So, und ich glaube auch, dass das jetzt hier reicht. Also niemand muss sich so lange die Lidfalte schattieren, wie ich das gerade gemacht habe, aber wenn ich im Redefluss bin, dann passiert das und da die Töne nicht so stark pigmentiert sind, geht das auch, ohne dass es zu dunkel wird. Ich nehme jetzt hier einfach noch aus der Mrs. Bella Palette einen Ton, mit dem ich mir hier so den Bereich unter den Augenbrauen aufhelle. Oh Gott, ich habe mir alles in die Wimpern gemacht. Oh. Also, was so Vorsätze angeht, geht es ja im Moment auch viel, was ich jetzt bis jetzt so gesehen habe auf YouTube, wieder viel um so Nachhaltigkeit und sowas alles. Ich muss sagen, das ist ja ein heikles Thema, weil ja darüber sehr viel auch gestritten wird, habe ich das Gefühl. Also in dem Sinne, dass alle versuchen, immer noch besser zu sein als der andere, also sich zu übertrumpfen. Aber da wird meiner Meinung nach dann auch gerne übertrieben. Also einerseits gibt es so viel einfache Möglichkeiten, nachhaltig zu leben, ohne daraus so eine große Philosophie zu machen, die halt schon unsere Omas wahrscheinlich gemacht haben. Also konkretes Beispiel, bei uns in der Zeitung stand ein Artikel von jemandem, der ein Buch geschrieben hat, das ist ein Koch, wie man Reste vom Essen verwertet. Ging jetzt konkret um Weihnachten, was macht man mit den Resten vom Weihnachtsessen? Und der hat halt einfache Möglichkeiten für Rezepte gegeben, wie man Essen, was übrig geblieben ist, in ein neues Gericht übersetzen kann. Und dass das halt viele nicht mehr können. Und ich denke so, das ist so eine einfache Art von Nachhaltigkeit, die wir ganz selbstverständlich praktizieren. Also wir schmeißen nichts weg. Ich esse super gerne Essen vom Vortag. Also ich bin so ein Resteessen. Esser, ja, ich esse auch gerne fast alles kalt so aus dem Topf, ne? Alles außer Nudeln und Pizza, das finde ich kalt, Und es gibt ja heute auch Möglichkeiten, ne? Also alleine in die Mikrowelle nochmal, dann ist es schön warm. Und das sind dann oft so Dinge, die meiner Meinung nach konträr gehen zu dem, was so viele Leute propagieren, besonders jetzt online, weil ich mich damit beschäftige, was mit Nachhaltigkeit nicht viel zu tun hat. Also da wird das ganze Superfood und so gegessen, was von ewig weit weg hergekarrt wird und es existiert nicht so ein wirklich so ein Wissen über Nahrungsmittelzusammensetzung, sage ich mal, weil es gibt auch Superfood bei uns in Deutschland. Ich sag nur Kohl, Wintergemüse, vom Feld, ja. Und das wäre auch eine Art der Nachhaltigkeit, die aber zu wenig honoriert wird, finde ich. Noch ein konkretes Beispiel. Ich habe Diana zur Löwen, habe ich mir einen Vlog angeguckt von ihr. Ich gucke die nicht regelmäßig. Ich finde ehrlich gesagt ihre Art zu reden anstrengend. Also viele Leute haben ja anscheinend so Polypen in der Nase, ne? Okay. Und sie hat irgendwie darüber berichtet, dass ihre Familie Jäger sind. Also, dass in der Familie die Männer in der Familie jagen und dass sie das auch kennt und sie kommt halt vom Dorf und so. Und ich komme auch vom Dorf. Das ist hier nichts Ungewöhnliches. Das ist wahrscheinlich für Leute, die aus der Stadt kommen, erstmal befremdlicher. Aber da wurde sie auch viel angefeindet und sie hat auch damit schon gleich gerechnet. Und sie hat versucht, das so einzubinden mit in, dass das eben auch nachhaltig ist. Ja, also, dass es nicht bloß um Trophäen geht, sondern dass zum Beispiel der Förster ja auch mit für den Wald zuständig ist und für Tiere des Waldes und dass das eigentlich an sich ein spannender Beruf ist, weil man ganz viel lernt. Also wir hatten bei uns zu Hause ein Buch Förster, Grünrock und die Tiere des Waldes. Und natürlich als Kind wollte ich mir nicht anhören, dass der auch Tiere schießt. Aber insgesamt das ganze Thema ist dann doch viel näher dran, wenn man sich mal ehrlich damit beschäftigt, am Nachhaltigkeitsthema, als dieses großstädtische, naja, ich kaufe jetzt keine Avocado mehr, weil das böse ist und ich sortiere ganz viel aus, weil ich minimalistisch leben will, aber gleichzeitig esse ich irgendwelche komischen Acai-Bowls, die von weit weg her geschippert werden und die Sachen, die ich ausgemistet habe in meinem Minimalismus, na nicht Wahn, aber Trend,
Die waren eigentlich noch gut und die hätte man noch weiter verwenden können. Also ich finde, das ist oft so ein zweischneidiges Schwert und ich finde auch oft, dass viele Dinge sehr einfach erklärt und gelehrt werden können, dass die aber künstlich aufgebläht werden, um damit Geld zu verdienen. Und das finde ich persönlich unehrlich. Also man könnte ganz einfach sagen, Minimalismus oder Nachhaltigkeit für Anfänger, trag deine alten Klamotten. Also ich habe mich gerade auf dem Blog darüber unterhalten, dass zum Beispiel meine Pullover, ich wurde gefragt, wo die schönen Norweger Pullis aus dem Haarvideo her sind, wo ich sagen musste, die sind so alt. Also, ja. Ich weiß nicht, ob die Firma sich überhaupt noch selbst daran erinnert, dass sie die hergestellt hat. Ich trage halt meine alten Klamotten gerne. Also Norweger Pullover zum Beispiel, wisst ihr bestimmt selber, sowas grob gestricktes, das wird ja nicht schlecht. Und es ist eigentlich jedes Jahr wieder in Mode. Und ich kaufe zum Beispiel verdammt wenig Klamotten. Also das hier zum Beispiel ist ein Pullover, den habe ich nicht diesen Winter gekauft, sondern den Winter davor. Und ich glaube, das war das Letzte, was ich wirklich gekauft habe, vom Sommerurlaub. Vor mehr als 6 Monaten habe ich mir eine Shorts gekauft und ich glaube, zwei Oberteile und zwei BHs. Ja. Also, ich kaufe natürlich eine Menge Schminke, aber ich kaufe sonst zum Beispiel keine Klamotten. Also irgendwann, wenn man mal seine Größe gefunden hat, dann, naja, dann liegen die Sachen im Schrank, die kann man halt immer wieder neu kombinieren und anziehen. Und das ist eine Art der Nachhaltigkeit, die wahrscheinlich sehr viele Menschen betreiben, ohne das so draufschreiben zu müssen. Und genauso ist es mit den Leuten, die, wie ich schon vorhin gesagt habe, ihr Essen halt aufwärmen und eben auch mal Wintergemüse aus Deutschland essen. Das ist auch nachhaltig. Und das ist auch gut. Und dafür muss ich mir ehrlich gesagt kein E-Book von irgendeinem YouTuber kaufen, der mir das erzählt, was ich eigentlich schon weiß, ja. Und jetzt werde ich mir mal schnell aufs Augenlid so einen Glitter-Primer machen. Das ist hier einer von Essence. Den hatte ich ja schon. Oh nein! Warum habe ich nichts, um was wegzuwischen? Wo schmiere ich das jetzt hin? Das ist komplett hier innen drin wie. Da haben sich die Komponenten aufgeteilt. Vollgeschmiert. Naja, ich verrate euch jetzt ein dunkles Geheimnis. Ich werde jetzt kein Taschentuch verschwenden. Nein, ich habe mir vorhin schon auf meine Jeans was mit der Foundation aus Versehen geschmiert. Die muss also in die Wäsche. Ich schmiere jetzt also meine Hände an meiner Jeans ab. Ich gehe mal davon aus, dass das wieder rausgehen wird. Das ist kein Problem. So, wir kneten jetzt mal diese Tube. Jeder Schminky-Talk endet am Ende irgendwie in so einer Slapstick-Nummer bei mir, oder? Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin nicht professionell. Ich habe mir auch überlegt, wo meine Reise hingehen soll. Hier auf dem Blog und auf YouTube und so. Und ich habe auch gedacht, na ja, das wird hier wahrscheinlich nicht mehr so erfolgreich bei mir. Ich könnte ja mal versuchen, was anderes zu machen. Und es ist ja auch bei den anderen so, dass die sich wahrscheinlich überlegen, was sie machen sollen. Katja hat eine Umfrage gestartet, wo denn ihre Reise hingehen soll. Ich war mit einer der wenigen, die gesagt hat, bitte mach weiter Beauty-Videos. Ich möchte gerne Beauty-Videos sehen, auch aus Deutschland, ne? Aber nein, also da dreht sich das Rad ja auch stark so in diese Lifestyle-Richtung. Also es gibt anscheinend nur noch Lifestyle-Vlogger, Beauty und sowas ist irgendwie nicht mehr. Und da habe ich auch überlegt, naja, ich kann gut schreiben. Könnte man ja mal versuchen, irgendwie mehr zu schreiben. In so ein, was weiß ich, ein E-Book schreiben, irgendwas selbst verlegen, aber dann. Stößt mir das auch immer bitter auf, wenn ich das halt bei diesen YouTubern sehe. Also, es gab ja mal die Frage, ich glaube von Snookyful, die gesagt hat, dürfen auf YouTube nur noch Experten rumrennen? Darf man nicht mehr einfach nur was aus seinem Alltag zeigen? Und ich finde halt, es gibt sehr viele selbsternannte Experten. Und wenn ich dann sehe, was da so veröffentlicht wird, dann denke ich, ich will mich nicht einreihen in die Riege aus Pseudo-Experten. Ja. Also zum Beispiel Diana Delo, die irgendwie schon vor längerer Zeit mal was über Detox, so eine Detox-Kur rausgegeben hat. Ey, eher friert die Hölle zu, als dass ich irgendein komisches Buch schreibe, in dem ich irgendjemandem erzähle, trink Zitronenwasser und dann wirst du abnehmen. Ja, und dafür Geld verlange. Oder sie hat was über Rauchstopp geschrieben und klar, könnte ich euch auch erzählen, wie ich es geschafft habe, aufzuhören zu rauchen. Aber ganz ehrlich, das wäre eine Kurzgeschichte, die wäre nach 3 bis 4 DIN A4 Seiten zu Ende. Und damit kann man halt kein Geld verdienen. Aber es wäre halt ehrlich.
Also ich kann nicht einfach irgendwas aufbauschen künstlich und es erfinden, wenn es um eine wichtige Sache geht. Ja, bei Nichtigkeiten wie hier, Schminkitalk, habe ich nichts dagegen, was aufzubauschen, weil es tut niemandem weh. Es ist etwas, was die Welt nicht braucht. Und deswegen kann es keinen großen Schaden anrichten. Aber bei wichtigen Dingen, ja, oder das mit dem Rauchstopp war das, wo ich wirklich gedacht habe, oh nee, dann natürlich diese ganzen Rat-Tat- und Lebenshilfe-Bücher, wo ich noch sagen kann, okay, gut, wenn die kleinen Mädchen sich das antun, wäre vielleicht auch besser, mit jemandem zu sprechen, der ein bisschen mehr Ahnung hat, aber da ist ja wenigstens noch so eine persönliche Geschichte dahinter, obwohl die natürlich auch teilweise von jemandem geschrieben werden könnte, der einfach besser schreiben kann. Das kann ich. Ich kann gut schreiben. Aber ich bin nicht gut daran, Dinge zu erfinden oder größer zu machen, als sie sind, die einfach nicht echt sind. Zum Beispiel Mrs. Bella hat ja auch ein Buch geschrieben, wo ich sagen muss, das finde ich noch legitim. Also die ist ja tatsächlich ausgebildete Friseurin, hat dann bei MAC gearbeitet. Also die weiß zumindest, wie man sich schminkt und frisiert. Auch wenn jetzt natürlich in ihrem Buch hauptsächlich, glaube ich, Make-ups gezeigt werden, die es auf ihrem Kanal schon gab. Also da war jetzt für den Leser oder für den Käufer nicht so eine wahnsinnig neue Information dabei. Sie hat das Ganze auch noch gewürzt mit so Geschichten aus ihrer Jugend und Ausbildung und so. Und naja, das kann man sich bei den Leseproben auch mal reinziehen. Und sie ist halt keine Schriftstellerin eigentlich. Ne? Das ist ja auch okay. Nicht jeder muss Hemingway sein. Aber das ist dann oft so für mich, dass ich denke, ja, diese Leute werden halt auch angefragt. Bei ihr, okay, auch wegen des Make-ups, wegen des Aussehens, da kann man sich dann so ein schön Bildband hinstellen, sage ich mal. Aber wenn ich dann zum Beispiel mir vorstelle, dass Barbara Sophie, früher Barbie Loves Lipstick, ganz stolz erzählt hat, dass sie von einem Verlag angefragt wurde, ob sie nicht ein Buch schreiben möchte. Also nicht, sie hat ein Buch geschrieben, hat das einem Verlag angeboten, so wie Schreiberlinge das wahrscheinlich schon seit mittlerweile fast Jahrhunderten gemacht haben. Nein, sie wurde angefragt, ob sie ein Buch schreiben möchte und sie wusste anscheinend nicht mal worüber und der Verlag weiß wahrscheinlich auch nicht worüber. Und sie hat dann in ihrem Video ganz stolz erzählt, dass sie gar nicht weiß, warum sie gefragt wurde und das ist ja so toll und das ist ja ein Traum, den sie vorher anscheinend nicht mehr geträumt hat. Nein, das ist nur eine neue Möglichkeit, wo sie gedacht hat, cool, nehme ich mit, kann ich machen. Würde ich auch machen, wenn mir das angeboten wird. Aber mein Freund saß dann daneben und meinte, worüber soll die denn schreiben? Habe ich gesagt, tja, das ist die gute Frage. Denn sie ist jetzt ja nirgendwo drin wirklich Experte und auch nichts in dem, was sie gelernt hat, kann man in einem Buch niederschreiben. Und da muss ich ganz knallhart sagen, ja, Mäuschen, das Lektorat hat dich wahrscheinlich angefragt, weil sie denken, dass du dich gut verkaufst. Und zwar unabhängig von dem, was im Buch steht. Es geht nur darum, wer auf dem Buchdeckel drauf ist. Also die müssen natürlich auch sehen, wo sie bleiben, die klassischen Printmedien, sag ich mal. Und wenn sie wissen, dass wenn ein bestimmter Influencer vorne drauf ist mit so und so viel Followern, dass sich potenziell so und so oft verkauft, was wahrscheinlich im Buchgewerbe unglaublich hohe Absatzzahlen sind, die es so früher nicht gegeben hat, ja. Und die denken, oh cool, dann verkaufen wir was. Und die Leute kaufen es, weil da Barbara drauf ist, nicht wegen dem, was drin ist. Dann wird sie deswegen angefragt. Also es geht nicht um den Inhalt, es geht um das Etikett. Und das ist etwas, was mir persönlich widerstrebt. Also ich möchte nicht was verkaufen, wo weniger drin ist, als versprochen wird. Ja, also fällt das für mich auch flach. Ich kann jetzt also auch nicht anfangen, plötzlich ins E-Book-Gewerbe einzusteigen, weil ich könnte vielleicht besser schreiben und ich hätte vielleicht mehr zu sagen als manche von diesen anderen kleinen Beauty-Mäuschen. Aber mich kennt halt keiner, ne? Und ich bin halt auch deswegen nicht wichtig. Also das, was ich zu sagen habe, ist nicht wichtig. Nicht, weil es vielleicht keinen Wert hat, sondern weil ich nicht famous bin. Das ist der einzige Grund. Und deswegen könnte ich mir das als neues Projekt, was mich so ein bisschen aus diesem Jammertal herausführen könnte, auch abschminken. Ne? Ich werde mir jetzt hier mal so ein Pigment aufs Auge machen. Und zwar sind das zwei Pigmente von L'Oréal aus der Chromatic Bronze LE. Das sind lose Pigmente. Ich habe die Farbe 01 As If, das ist ein etwas rosiger Ton. Und die Farbe 02 Everything is Permitted, das ist so ein bronziger Ton. Die sind ein bisschen schwierig, weil die muss man sich irgendwie hier so in den Deckel klopfen. Ich habe mir jetzt ein bisschen was hier reingeklopft. Und dann werde ich den helleren Ton auf den inneren Teil des Lids geben und den
dunkleren auf den äußeren Teil. Dann werde ich versuchen, mir das jetzt so raufzupressen. Ich habe das davor ohne Eyeshadow Base gemacht gehabt zu Weihnachten. Das hat nicht so gut geklappt. Dann nehme ich hier so einen flachen Synthetikpinsel. Also wie gesagt, deswegen habe ich auch überlegt, wie es denn weitergehen soll, so mit dem Block und so. Und ich habe gedacht, dass ich vielleicht tatsächlich den Block ruhen lassen sollte. Und zwar, dass ich ihn einfach ein bisschen in der Versenkung verschwinden lassen sollte und ihn dann ja wieder rausholen kann, wenn sich die Stimmung gegenüber Beauty-Blocks wieder gewandelt hat oder jemals wieder wandeln sollte. Es kann natürlich auch sein, dass das nie wieder passiert. Aber das ganze Beauty-Blog-Genre hat einfach so seine Grundlage, wie es mal war und unter den Vorzeichen, unter denen es mal begonnen hat, verloren. Das bedeutet, es hat ja angefangen damit, dass Privatpersonen etwas erschaffen haben, kreativ, und andere das auch getan haben und man das wie in einem Forum ausgetauscht hat. Und später sind halt auch noch reine Zuschauer dazugekommen, die aber in dem Sinne auch mitgemacht haben. In dem Sinne, dass sie einfach dankbar waren für das, was sie da gesehen haben. Also, dass das wertgeschätzt wurde und dass sie fast richtig in so einen persönlichen Kontakt gegangen sind, das alles mit begleitet haben, das kommentiert haben, das verfolgt haben. Also auch die Person und deren Arbeit, sag ich mal, das Hobby, was sie hatten. Und wo sie nicht einfach bloß stumme Konsumenten waren, die das Ganze wie eine Dienstleistung angesehen haben, die man sich jederzeit gratis, frei verfügbar im Internet abrufen kann, sondern wo das mehr so ein ganzes Mitmachding war. Und das ist ja heute vorbei. Und es ist ja auch so auf der anderen Seite, dass nicht bloß die Leser weniger geworden sind, die Blogger sind ja auch weniger geworden. Ich habe jetzt einfach mal meine persönliche Leseliste so ein bisschen abgearbeitet, um zu schauen, wer noch da ist. Und es stimmt, es gibt noch so ein paar aktive Blogger, aber die sind alle irgendwie untereinander so voneinander abgekoppelt. Also früher war das alles mehr so verbunden und heute versucht jeder noch so für sich rumzukrebeln, was bei mir persönlich dazu führt, dass ich mich noch einsamer fühle, als ich es eh schon bin, ja. Und es sorgt auch dafür, dass es keinen Spaß mehr macht. Und dann muss ich auch sagen, dass ja auch so eine Zäsur, finde ich, stattgefunden hat, dass uns quasi die Mutter verlassen hat. Die Mutter alias Karin von innen und außen, die seit fast 2 Monaten nichts mehr geblockt hat. Und zwar ohne ein Wort der Ankündigung. Auch ohne ein Wort der Erklärung, ohne dass zwischendurch mal was gekommen ist. Wie geht's weiter? Oder das ist der Grund oder so. Und ich meine gar nicht, dass sie das nicht darf, obwohl ich mich schon frage, wie sie das macht, weil sie hat sich ja mit dem Blog vor ungefähr 2 Jahren wirklich selbstständig gemacht. Das ist jetzt ihr Gewerbe, nicht mehr bloß ein Hobby. Nein, es geht mir mehr darum, was das ausdrückt. Weil früher, als es nur ihr Hobby war, hätte es das nicht gegeben. Also es hätte A nicht so eine lange Auszeit gegeben und B auch nicht eine Auszeit, ohne dass irgendwie das erklärt wird. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil dann die Kommentare durch die Decke gegangen wären. Ja? Da wäre nachgefragt worden, da wäre nachgehakt worden unter alten Beiträgen auf Instagram. Per E-Mails wäre da schon längst das abgegangen, sage ich euch. Mit wo bist du? Wir vermissen dich. Oh Gott, geht's dir gut? Ich brauche deinen Blog. All das wäre gekommen, ja. Und jetzt, ich habe nachgeschaut, nichts. Also nicht, dass es gar keine Kommentare mehr gibt, aber unter den alten Beiträgen ist es ruhig. Keiner fragt nach. Es wird kein Aufstand gemacht. Und naja. Diese sehr ruhige, man könnte ja positiv sagen, gelassene oder aber eben auch etwas desinteressierte Einstellung der Leser dem Blogger gegenüber ist es aber eben, die dazu führt, dass die Blogger dann keine Lust mehr haben. Das ist was ganz Natürliches. Also es geht nicht darum, hofiert zu werden, sondern darum, geschätzt zu werden. Und es geht dabei um das Gefühl, ja, geschätzt zu werden. Aber wenn ich jetzt an Karins Stelle wäre und ich hätte das Gefühl, dass mich keiner, also nicht mal vermisst, sage ich mal, würde ich mir auch doof vorkommen und denken, okay, ich bin weg, aber es interessiert irgendwie keinen, kann ich auch wegbleiben, ja? Und das ist für mich einfach bloß der Punkt, an dem ich merke, dass wirklich einfach ein Umbruch stattgefunden hat. Es ist einfach nicht mehr so, wie es mal war. Und es heißt wahrscheinlich auch, dass die Beauty-Blogger an sich so einfach nicht mehr gebraucht werden, ja? Ohne das irgendwie eingeschnappt oder beleidigt klingen lassen zu wollen. Aber wenn es keine Nachfrage mehr gibt, bedeutet es ja auch, dass es keinen Grund mehr gibt, weiterzumachen, weil es einfach niemanden mehr gibt, der einen braucht, in dem Sinne, was das angeht. Und dann ist es ja auch okay, aufzuhören. Also ich rede jetzt nicht von euch 3 bis 5 treuen Seelen, die mir mal auf dem Blog hier die Treue halten und auch unter Videos. Ja, also ich sehe euch und ich bin sehr dankbar, dass ihr noch hier seid. Und
mit mir zusammen die Fahne hochhaltet. Aber ich sehe euch auch ehrlich gesagt nicht so wie das, was ich jetzt meine. Ihr seid nicht das Publikum, ihr seid für mich eher so wie, naja, Freundin ist zu viel, weil wir kennen uns ja nicht, eher so wie Bekannte, sage ich mal. Aber auch für eine Gruppe von 3 bis 4 Freundinnen müsste ich diesen Aufwand hier nicht machen. Also, wenn eine Freundin mich fragt beim Kaffee trinken, oh, was ist denn das für ein cooler Lippenstift? Dann würde ich sagen, du, ist der neue von L'Oréal, kann ich dir oben bei DM gleich zeigen, ne? Also dafür müsste ich hier nicht Videos und Blogposts machen. Und vielleicht, wenn ihr euch das mal so vorstellt, für eine Freundin zum Beispiel ein Artikel oder so, naja, was zu basteln, wo ich ihr eine Make-up-Anleitung gebe mit Produkten, mit hübschen Bildern, mit Anwendungshinweisen oder vielleicht sogar noch ein Video, wo ich ihr zeige, wie man das live aufträgt und so. Also das zu basteln wäre schon ein sehr großes Geschenk. Ne? Es wäre ein großer Liebesdienst. Also das wäre schon wie Weihnachten und Geburtstag. So, wir wurden kurz unterbrochen, weil Akku leer und Speicherkarte voll und alles. Ich habe beschlossen, dass mir das Pigment, was ich mir hier auf die Augen gegeben habe, mir ausgesprochen gut gefällt und ich werde das so lassen. Das ist jetzt tatsächlich besser mit diesem Glitterprimer drunter, als wie ich es zu Weihnachten getragen habe ohne. Und jetzt werde ich mir Mascara auftragen. Für alle, die den Blog schon etwas länger lesen, wissen jetzt, dass das hier eigentlich etwas ist, was ich nie wieder tun sollte. Ich habe nämlich ein L'Oréal Paris Glitter Fever Geschenkset gekauft. Und zwar war ich scharf auf den enthaltenen Glitter Fever Eyeliner. Der ist wirklich cool. Der deckt zwar nicht, aber wenn man den über einen anderen deckenden, zum Beispiel silbernen Lidstrich gibt, dann funkelt das wunderschön, habe ich zu Silvester getragen. Da war aber auch noch eine Volume Million Lashes Mascara dabei. Und ich bin ja eigentlich kein Freund von L'Oréal Mascara. Und vor allem eine aus dieser Reihe hatte ich schon mal und die fand ich schlecht. Tja, die war aber mit dabei und ich dachte, komm, wir probieren es nochmal. Manchmal, ja, Leben am Limit, ne? Mag ich es gefährlich. Und deswegen werden wir jetzt gucken, ob ich die mag. Ich habe die schon einmal zu Silvester aufgetragen, aber naja, einmal ist kein Mal. Ich hole mir mal den Spiegel hier so ein bisschen ran. Ich muss übrigens sagen, dass ich festgestellt habe, dass die anscheinend so ein bisschen so eine Tubing-Mascara sein soll, weil die hat so ein Polymer drin, was ich bei Agatha gelesen habe. Und ich konnte sie auch abends, muss ich sagen, relativ schwer abschminken, was ja dafür spricht, dass sie eigentlich mit warmem Wasser abgeht. Also begeistert bin ich nicht, aber es ist jetzt im ersten Moment auch nicht ganz, ganz schrecklich, weil mir sie verklebt jetzt die Wimper ein bisschen, aber es ist zumindest nicht zu viel Tusche am Bürstchen. So, also, ich weiß also jetzt rein konkret noch nicht, wohin die Reise gehen soll mit mir und dem Blog 2019. Ich muss auch sagen, dass meine Unentschlossenheit, was das Thema angeht, auch schon über die letzten Jahre ein bisschen mit daran liegt, dass ich auch von privater Seite, also jetzt von Familie und Bekannten, nie, wie soll ich sagen, Anerkennung oder zumindest Ermutigung für das Blogprojekt bekommen habe. Also es gab von der Seite im privaten Bereich nur nicht keine Zustimmung, sondern meist sogar so Unverständnis bis Blicke, die ausdrücken, dass das, was ich mache, ja irgendwie überflüssig oder fast peinlich ist. Also es ist natürlich immer schön, wenn jemand sagt, dass er stolz auf einen ist für das, was man macht, aber das erwarte ich gar nicht, ne? Es ist eher so, dass ich fast irritiert darüber bin, wie viel Desinteresse ich damit so im privaten Umfeld, also bei Leuten, die mich in echt kennen, erzeuge mit dem Blog, muss ich sagen. Und ich meine das irritierend in dem Sinne, dass ich dafür eigentlich nur Ablehnung geerntet habe. Und normalerweise ist es immer so, dass es immer so eine Gruppe von Menschen gibt, die für ein Projekt sind und dann welche, die sich für die Idee nicht erwärmen können. Aber hier war es so, dass ich eigentlich durch die Bank weg nur Ablehnung erfahren habe, beziehungsweise einfach Desinteresse erzeugt habe, in meinem Gegenüber. Und das wirkt auf mich dann fast immer wie so ein Wink vom Schicksal, dass ich das nicht weitermachen soll, weil in der Form habe ich so eine durchgängige Ablehnung für ein Projekt
oder auch Desinteresse an etwas, was ich gemacht habe, ja auch mit viel Fleiß und Anstrengung, sage ich mal, noch nie geerntet. Noch nie, wirklich. Also es gibt immer welche, die es gut fanden und immer welche, die schlecht fanden, aber diesmal ist es so, dass es bei allen nur so gähn ist. Warum machst du das? Ja. Und das ist für mich fast immer wie so ein Zeichen, wo ich das Gefühl habe, da will mir jemand sagen, mach was anderes. Und ich habe ja auch, was das Internetpublikum angeht, nie so wahnsinnig viel Erfolg gehabt. Also ich glaube, das geht wahrscheinlich sehr vielen Blogbetreibern und auch YouTube-Kanälen so, aber das wird oft nicht so publik gemacht. Also es wird verschleiert. Ich habe auch das Gefühl, dass auf Blogs zum Beispiel nicht bei allen Blogs Blogstatistiken veröffentlicht wurden, in so einem Media-Kit. Naja, aber wenn man dann schon an den Kommentaren gesehen hat, dass die Kommentarspalte leer war, bin ich immer davon ausgegangen, dass keine große Interaktion stattfindet, weil wahrscheinlich auch nicht viele Leser da sind. Aber mir ist das in dem Sinne nicht peinlich, weil ich kann ja nur dafür sorgen, dass ich das, was ich mache, also meine Arbeit gut mache und wie das Ganze dann ankommt, da kann ich selber nicht so viel dran machen, weil entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Und ich kann euch sagen, ich habe auch relativ schnell nach Beginn des Blogs relativ hohe Klickzahlen, ja, meiner Meinung nach, produziert. Allerdings nicht auf alle Blogposts, immer bloß auf so bestimmte. Und das auch bloß so in der Blog-Anfangszeit und wo der Blog auch noch bei Bloglovin gelistet war. Also wo ich den nicht selbst gelistet habe, aber wo ich ihn da habe drinstehen lassen. Ich kann euch aber sagen, dass die Seitenaufrufe in keinem Verhältnis zur Bereitschaft der Leser standen, irgendwie zu interagieren oder mir was zurückzugeben in Form eines Kommentars oder eines Dankeschöns oder irgendwie, dass sie mitmachen oder Anteil nehmen. Also es war quasi Internet-Fame, der aber eigentlich nichts wert war. Ja, und deswegen habe ich auch die Konsequenzen daraus gezogen, habe den Blog von Bloglovin entfernt, wodurch viele Leser weggebrochen sind, die ich aber vorher auch nicht als aktive Leser hatte bei mir. Ja, also das waren so Karteileichen. Und ich habe auch immer wieder stark bei Instagram reduziert bzw. ausgemistet. Also alle Spam-Seiten und irgendwelche alleinstehenden Männer und sowas alles. Ja, also alle Leute, die nicht tatsächlich faktisch potenziell wirklich an meinem Instagram-Feed interessiert sind. Und ich weiß, ich habe es mit all diesen Aktionen natürlich auch immer künstlich schwer gemacht, muss ich sagen. Aber naja, also ich erfreue mich einfach nicht daran zu denken, dass ich 500 oder 600 Abonnenten mehr haben könnte auf Instagram zum Beispiel, die aber nicht echt sind. Also die, wie gesagt, aus irgendwelchen Spam- oder Werbeseiten bestehen oder aus irgendwelchen privaten Konten von, wie gesagt, alleinstehenden Männern, bei denen ich nicht weiß, was die auf meinem Beauty-Account machen und was die eigentlich mit den Fotos von dem jungen Mädchen vorhaben. So, und dann sind wir hier mit der Mascara fertig. Ich muss sagen, die ist eigentlich ganz okay. Das Lustige ist, dass hier mal draufsteht, Volume Million Lashes. Was soll denn das für eine Mascara sein? Für mehr Volumen? Nein. Schwung? Ja, Definition? Ja, die hat die Wimpern ganz schön aufgetrennt. Aber kein Verkleben und Verklumpen. Das muss ich sagen, stimmt. Ist hier ein bisschen verklebt, aber nicht verklumpt. Ist halt eine sehr dünnflüssige Tusche, ne? Es kommt auch nicht so viel runter. Aber die gefällt mir besser als die, die ich schon mal hatte. Die war ja so Mono Wimper Deluxe, ne? Das war die rote mit Exzess oder so stand da drauf. Ja, das war ein Exzess, sage ich euch. Ein Exzess an Mono Wimper. Aber die ist ganz okay, ne? Das Dumme ist nur, ich schminke mich halt abends eigentlich mit Micellenwasser ab, was kalt ist. Es ist nicht 38 Grad warm. Oder mit Reinigungsöl. Ich müsste also heute Abend am besten duschen gehen und dann mal gucken, ob das einfach so runterkommt, ne? Und was YouTube angeht, muss ich auch sagen, dass ich mich immer gefragt habe, warum zum Beispiel ich auf manche Videos hohe Seitenaufrufe bekommen habe, zum Beispiel sowas klassisches Format wie DM-Haul und so, die dann aber nie sozusagen mit auf dem Kanal geblieben sind. Also ich habe die dann nicht als Abonnenten dazu gewonnen. Und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich, ja? Und ich weiß, ich spreche sowieso schon wahrscheinlich eine sehr spezielle Zielgruppe an, weil ich halt längere Videos mache und auch längere Blogposts schreibe. Aber bloß, weil ich dann sozusagen schon eine Zielgruppe habe, die sozusagen eine längere Aufmerksamkeitsspanne haben, heißt das nicht, dass die dann gleichzeitig eben auch schätzen, was ich anbiete und was ich bin. Ja, also ich sage immer Unterhaltung mit Haltung. Und weil ich mich dann weder anbiedere an irgendwelche, wie soll ich sagen, so massenkompatible Phänomene und Meinungen,
Und weil ich eben auch nicht viel Werbung mache für mich selber, also mir ist es zuwider, ständig für mich die Werbetrommel zu rühren und Leuten ständig auf den Geist zu gehen mit, oh, abonniert hier, klick hier, gib einen Daumen hoch und vote für mich und übrigens. Und ich habe ja auch noch 1000 Sachen, die ich verschenken will, bloß damit du bei mir bleibst. Also all diese Dinge haben es mir schwer gemacht, irgendwie, wie soll ich sagen, Fuß in die Tür zu kriegen und irgendwie hier gut anzukommen. Aber wenn ich das alles für mich so in der Summe betrachte, ist es mir dann lieber nicht erfolgreich, mit etwas zu sein, wo ich mich unwohl dabei fühlen würde, wie ich diesen Erfolg sozusagen errungen habe. Kurzum stellt sich's aber dann letzten Endes eben für mich so dar, dass es keinerlei Lohn für mich aus dieser ganzen Blog- und auch YouTube-Sache gibt. Zusammengefasst. Also irgendwas, woran ich mich quasi laben könnte und was mich entschädigt in dem Sinne für den Aufwand, den ich betreibe. Also es gibt quasi keinen Lohn, außer dass ich mich für mich allein in meinem stillen Kämmerlein selbst daran erfreuen kann, was ich hier so schön gebastelt habe. Das ist für euch bestimmt ganz anders, aber für mich aus der Innenansicht stellt sich halt das als Quintessenz so dar. Und das ist eben der Grund, warum ich überlege, das einfach alles sein zu lassen. Beziehungsweise den Blog erstmal so in Kälteschlaf zu versetzen und abzuwarten. Vielleicht wird ja mal eine Zeit kommen, wo das wieder mehr angefragt ist oder wo ich die Sachen irgendwie anders verarbeiten kann und dann veröffentlichen kann. Aber jetzt im Moment ist es so, dass für mich nicht mehr genug dabei hinten rauskommt, als dass es mich motiviert weiterzumachen. Und ja, ich kann euch sagen, ich würde schon was daran vermissen. Also diese glamourösen Momente, wo man vor der Kamera sitzt oder wenn ich Videos schneide und denke, oh, das sieht hübsch aus. Oder auch Fotos oder wo ich zum Beispiel schöne neue Produkte in die Kamera halte und ich mag Nahaufnahmen. Das sieht einfach irgendwie hübsch aus. Ja, aber ich kann euch sagen, in 95% der Zeit ist das hier einfach nur anstrengend. Und es ist viel unglamouröser, als es am Ende vielleicht aussieht. Und das besteht hauptsächlich daraus, mit ungemachten Haaren und mit einer dicken Strickjacke, schluffig, während andere draußen das Leben genießen, im Dunkeln vor dem PC zu sitzen. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich es natürlich auch genossen, das zu machen. Ich werde auch genießen, dieses Video hier zu schneiden. Und es würde mir, wie gesagt, definitiv auch fehlen. Und deswegen kann ich auch nicht konkret sagen, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Es kann sein, dass ich weitermache. Es kann sein, dass ich aufhöre. Es kann sein, dass ich pausiere. Es kann sein, dass wir im Lotto gewinnen und ich ganz, ganz plötzlich Geld habe für eine tolle Ausstattung und für super Videoprogramme und für irgendjemanden, der mir hilft, das hier alles zu machen, sage ich mal. Ja. Aber sonst muss ich sagen, es bleibt spannend. Ne? Und ich weiß noch nicht, was kommen wird 2019. Was ich euch aber sagen kann, ist, wahnsinnig tolle Überleitung, ne? Dass ich hier diese zwei neuen L'Oreal-Lippen-Dinger richtig gut finde. Und die will ich euch noch zeigen für einen schönen, glamourösen Nahaufnahmemoment. Und zwar sind das die L'Oreal Paris. Und dann weiß man nicht, wie sie heißen, denn auf dieser Verpackung steht hier nicht viel drauf. Rouge Signature Liquid Lipsticks, würde ich sagen. Ich habe zwei Farben, die Nummer 109 und die Nummer 105. Einmal so ein richtig schönes Barbie-Rosa und dann so ein moviges Rosenholz, würde ich sagen. Und das sind für mich wirklich zwei der Entdeckungen jetzt aus den letzten Wochen. Die sind kurz vor Weihnachten bei uns plötzlich im DM aufgetaucht. Und ich kann nur sagen, das ist so, wie Liquid Lipsticks meiner Meinung nach sein sollten. Also die fühlen sich an wie Wasser auf den Lippen, dann trocknen sie an. Sie sind matt, sie halten nicht hundertprozentig so bombenfest wie andere Liquid Lipsticks. Sie trocknen die Lippen aber auch nicht so aus. Und vor allem, man spürt sie halt kaum. Finde ich super toll. Ich habe darüber dann zu Weihnachten hier so ein Glitzergloss von L'Oreal getragen aus der Chromatic Bronze LE. Das ist rosa mit Gold. Das ist einfach nur ganz, ganz stark funkelt. Und heute möchte ich aber gerne den Rosaton kombinieren mit dem L'Oreal Extreme Resist Lipgloss. Hoffentlich. Das ist diese Lipgloss-Reihe von L'Oreal. In der Farbe 505 Never Let Me Go. Das ist auch ein schöner Glitzerton, den gibt es aber im Standardsortiment, das andere war limitiert. Was ich auch noch zurzeit ganz neu habe, sind hier von NYX, nix,
Diese Powder-Puff-Lippies, die hat Kati immer getragen und ich wollte unbedingt zu meinem Basis-Make-up sowas haben in so einem schönen Rosenholzton, das aber nicht ganz so dunkel ist. Und da habe ich mich für zwei Farben entschieden. Und zwar sind das die Squat Goals und Best Buds. Das sind die zwei etwas helleren Töne, die es da in der Theke gibt bei uns. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich habe den Tester probiert. Die sind wirklich sehr pudrig und matt. Wahrscheinlich für meine trockenen Lippen nicht so angenehm wie die Dinger von L'Oreal. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn ich den hier auftrage. Also, der hat so einen tropfenförmigen Applikator mit so einem kleinen Löchlein in der Mitte. Das soll so ein Reservoir sein. Und dann trägt man sich das auf ohne Lip Liner, weil die trocknen an. Und das geht auch mit der Spitze hervorragend. Und die verschmieren dann ja nicht mehr. Die riechen ein bisschen so wie L'Oreal Lippenstifte, aber nicht allzu stark. Also nichts im Vergleich mit diesem komischen, ekelhaften Karamellaroma von diesen Maybelline matten Lippendingern. Und die kleben auch nicht. Die sind meiner Meinung nach all das, was ein Liquid Lipstick heutzutage sein sollte. Also da stand irgendwie drauf, zweimal dünnere Textur. Kann ich unterschreiben. Die sind toll. Das trocknet jetzt an, dann wird das matt, aber weil die Schicht so dünn ist, kann man sogar die eigene Lippenstruktur irgendwie noch durchsehen. Also das sorgt halt nicht dafür, dass jetzt so trockene Lippen wie bei mir geglättet werden. Ich kann hier immer noch so diese trockenen, naja, Hautfützelchen sehen. Aber dafür kommt jetzt dieses Gloss hier drüber. Ich muss sagen, ich mag die Lippenprodukte von L'Oreal. So, das ist jetzt schon fast komplett trocken. Das heißt, wenn ich so mache, kommt hier so ein bisschen Farbe runter. Aber nicht viel. Ich habe auch gedacht, dass die dunklere Variante so ein Stain hinterlassen würde. Tut sie aber nicht. Also wenn man sie swatcht, tut sie es auf den Lippen. Ich habe den gestern den ganzen Tag getragen. Habe ich am Ende keinen pinken Stain gehabt, ja. Also ihr müsst keine Angst haben, der verfärbt die Lippenhaut nicht. Zumindest war es bei mir nicht so. Und dann geben jetzt das drüber. Oh, das sieht bestimmt so schön aus. Moment, nein, ich muss hier wieder was abfummeln. So. Haben wir. Die haben so einen ganz funky Applikator, finde ich. Der ist so komisch gebogen. Na, mal sehen. Das ist so ein richtiges Prinzessinnengloss. Und das stinkt ein bisschen. Also die stinken nicht, aber ich finde, die riechen so ein bisschen alt. Ich habe von dieser Reihe noch eine andere Farbe, die nicht glitzert. Die ist so ein Cremeton. Finde ich sehr angenehm. Ich habe das Gefühl, die Töne, die mit Glitzer sind, die sind potenziell klebriger. Der klebt jetzt auch. Also muss man mögen. Muss man sagen, okay, für das Glitzerergebnis nehme ich das in Kauf. Die, die nicht glitzern, die sind potenziell weniger klebrig. Die sind eher so ein bisschen flüssiger, ölig, pflegend. Aber das hier ist dann ihr fertiger Look. Rosa Glitzer. Wenn das tatsächlich mein letzter Schminky-Talk sein sollte, könnte ich mit keinem besseren Look aufhören als mit meinem Signature-Look, würde man dazu sagen. Okay, noch einmal hübsch posieren. Ich wünsche euch alles Gute für 2019. Ich wünsche euch vor allem ein gesundes, frohes neues Jahr. Wir werden sehen, wann wir uns wiedersehen. Und falls das nicht so weit ist, sage ich danke für alles und alles Gute. Bye! So schön, aber so sieht man leider nichts. Aber so ist es gemütlich. So sitze ich hier in echt.